Na, wie sieht's aus? Eine weitere Lust auf eine Schneeballschlacht im Regenbogenspiel? Na dann, seid ihr hier richtig. Und damit hallo allerseits und willkommen zurück bei Rainbow Six Siege Snowbrawl. Hab ich schon erwähnt, dass die Musik toll ist. Zaubert mir auf jeden Fall ein Lächeln ins Gesicht jedes Mal, wenn ich das Spiel starte und den Soundtrack zu Snowbrawl höre. Einfach nur cool. Das Spiel steht jetzt länger, also Sound hat ausgesetzt, der Spielstand, deswegen dachte ich jetzt nicht, dass es losgeht, weil normalerweise hakt der Ton ja noch ganz kurz, bevor es losgeht. Aber ich muss wieder mal lobend erwähnen, ich finde es toll, dass mit dieser Operation dieses Spiel friert ein praktisch verschwunden ist. Ja, zweimal gab es das noch auf Outback einmal, da war ich gerade in der Waschküche und dann mit der Zoe Café Service Eingangtreppe hoch, ne? Aber ansonsten ist ja nichts im Vergleich zu zuvor. Team Blau, also Osa. Ganz hinten. Ist der Schneemann wieder dabei? Ist schon etwas her, aber er könnte ja wieder spielen. Boah, diese Musik. Ich hoffe jetzt schon, dass Ubisoft dieses Event irgendwann mal wieder bringt. Das ist so gut. Mal gucken, im Vergleich zu der Grand Larceny hat man hier einfach weniger zu tun, weil es einfach weniger Vielfalt gibt. Die ganzen Spezialfähigkeiten Operatoren, die spielen ja hier keine Rolle. Wir freuen uns, diese Extremveranstaltung heute mit euch zusammen genießen zu können. Aber das ist kein gewöhnliches Capture the Flag, Ladies and Gentlemen. Das ist Snowbrawl. Ganz genau. Es gibt keinen besseren Wachmacher als frische Luft und ein Gesicht voller Schnee. Aber wenn man seine Flagge nicht im Auge behält, kann man schnell aufs Glatteis kommen. Oh, bitte nebengerannt. Bin mal gespannt, ob sich das so noch abnutzt, dieses Snowbrawl. Haben eher in Schutz geworfen. Wenn man hier weniger Vielfalt hat als im normalen Spiel, ob sich das irgendwann bei mir abnutzt, bin ich gespannt. Was ich auch interessant finde, das war jetzt echt doof von mir gemacht, so nebenbei, dass die Untertitel hier bei dieser kleinen Einführung, bei dem kleinen Intro, wegfliegt, dass die nur am Anfang komplett angezeigt werden. Nicht für, wenn der Satz gesagt wird, dann zeigen wir das. Ey, da war doch schon... Ich war da schon, der konnte mich doch gar nicht mehr treffen, der Schneeball, meine ich. Die Untertitel werden komplett angezeigt, gar nicht. Wenn gesprochen wird, nö. Zu Beginn komplett und dann nix mehr. Hey, nach vollständig, schön. Nicht direkt getroffen, doch. Deswegen habe ich jetzt bloß zwei Bälle gebraucht. Menschen da werfen kann ich gerade nicht so richtig einsetzen. Nein! Nein, ich mich beschießen! Ich bin unschuldig! Ihr könnt gerne meine Fingerabdrücke vom Schneeball nehmen. Ihr werdet aber keine finden, weil ich den nicht angefasst habe. Mal wieder Teammitglieder suchen, mit denen man herumlaufen kann. Hier zu zweit schon, dann jetzt zu dritt, zu viert in etwa. Machen wir sie fertig. Jemand gehustet. Aua! Ein Flug bitte für dich. Ah, mir fällt ja gerade auf, ich dödel. Ganz schön spät, aber so spät als nie. Der Mittelpunkt ist natürlich noch aus. Kein Wunder, dass wir noch nicht 5-0 führen. Scheiße. Oh Mann! Bin echt gut vorbereitet. Jetzt finde ich den Spaß nicht. Der war ja recht weit unten. Gleich werde ich beschossen. Erinnerung. Oh Mann. Fadenkreuz da. Führen wir noch. Die Orange Blizzard hat ganz frech die Flagge geklaut. Die Orangen ist aber nicht gut. Ich habe beschossen, glaube ich. Haben die Flagge nur, weil ich eine Menü rumgegammelt habe, oder? Das passt auf jeden Fall in die Zeit. Die Flagge ist wieder auf dem Flagge, Feld. Flagge, aber die wird nicht wieder mitgenommen, oder? Oh nein! Nein! Hi. Wieso habe ich jetzt nicht geschossen?
Gleichstand. 2 Minuten noch. Na, gleich nicht mehr Gleichstand. Oh, in Sicherheit geworfen. Sehr schön. Ah, Sicherheit. So viel dazu. Sicherheit. Mit dem Punkt geht alles besser. Hallo. Aua. Platsch. So, hier sind 2 Teamkollegen. Habe ich nicht gebraucht, aber hey, was weg ist, ist weg. Kann kein Gegner nehmen. Oh oh. Kein Plus. Hätten doch weiter beschießen sollen. Er hat, glaube ich, schon 2 gehabt, oder? Naja. Hier fliegen schon Schneebälle. Oh, 3 von uns. Ich bleib mal weg. Dann ist er jetzt alleine, aber ich warte auf die Teamkollegen. Ja, er ist schnell weg, weil er halt vorgerannt ist. Boah, der lauert doch mit seinem Schneestoßwerfer schon. Oh Gott. Boah. Bin echt mal gespannt, ob sich dieser Spielmodus bei mir abnutzt mit der Zeit. Stand jetzt keine Chance. Bin ich jetzt wieder werfen könnte nach dem Schneestoßwerfer-Einsatz. Noch 10 Sekunden. Und ganz selten wechselt es den Werfer nicht zum Schneeball, wenn man gerade den Werfer benutzt hat. Hä? Wie ich mich umgedreht habe und die Trefferanzeige dann von rechts den Eindruck erweckt hat, dass der Schneeball von da kam, die müsste eigentlich, wenn ich mich drehe, gegen den Uhrzeigersinn drehen, wenn der Schneeball vorhin von vorne kam. Da ist mir auch schon mehrmals im normalen Spiel aufgefallen, dass diese Trefferanzeige oder Schussanzeige, rot, weiß, Treffer, Schussanzeige, gerne mal überhaupt gar nicht hinhaut. Bei der Nomad immer noch nicht viel weiter gekommen, weil ich letztens eigentlich wieder was beim HUD einstellen wollte. Jetzt steht das Spiel hier wieder, aber es geht auch gleich los. Dann habe ich das wieder nicht geschafft, weil gleich die nächste Partie kam in der letzten Aufnahmesession und dann habe ich doch wieder versucht bei Nomad Today's und ich bin bei beiden Sachen nicht weitergekommen. Wieder orange. Was heißt wieder? Werden gerade eben blau. Ja, wir haben auch mal wieder orange. Hm? Der Besuch kann kommen. Wollte gerade sagen, Frau Frost ist am besten angezogen für diese Witterung. Na, Kaschner ist auch nicht verkehrt. Noch ein Augenschutz, falls ein Schneeball ins Gesicht fliegt. Westmann auch nicht verkehrt. Die Branner? Hm. Mehr Schein als Sein. Weniger Schutz, dafür mehr Schick-Schick. Aber immerhin was für die Öhrchen. Aber ansonsten mit dickem Make-up? Naja, kann Frau Frost noch müde lächeln. Hoffentlich geht hier keiner raus. Das dauert schon ganz schön lange. Einige könnten meinen, oh, ich bin zu ungeduldig. Oh, 4 Kings sehe ich gerade. Gucken, ob ich letzter werde. Ladies and Gentlemen, der langersehnte Tag ist da. Hier sind keine Amateure am Werk. Die Vorbereitungen laufen schon die ganze Saison. Das Spielfeld ist bereit und gleich geht's los. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin gespannt, wer sich hier durchsetzt. Bis jetzt spielen los, wir ja, Leute, gebt den Ton vor, ich zieh mit. Auch mit zu 5 drum. Wird etwas passieren. Oh. Boah, ich wollte eigentlich durch das Plus fliegen. Jetzt kommen wir 2 da oben rum. Okay. Die Orange Blizzards haben ganz frech die Flagge geklaut.
Hier sieht's aber aus. Wie haben wir jetzt die Flagge geholt? Nein. Wie er aber nicht trifft. Wie ich jetzt nicht mehr treffe. Wah. Klingt wie ein starker Boost. Das wird nützlich sein. Aua. So, jetzt gehe ich doch wieder hoch. Ausgetrickst. Mist. Hat mir nicht viel gebracht. Er dachte, ich renne da weiter. Ich lebe ja noch. Auch in so ein einfaches Spiel kann man dann doch einiges an Taktik reinbringen. Cool. Ich frage mich, wie konnten wir punkten? Da, jetzt bin ich ja alleine vorne. Hä, die gammeln ja nur hinten rum. Ach, die wollen jetzt nur noch die Flagge verteidigen, wie es mir scheint. Das kann aber auch gehörig nach hinten ausgehen. Dann hole ich die Flagge. Jetzt hat der Schneeballwechsel wieder ganz schön lange gedauert. Ich hole wirklich die Flagge. Nee, ich sterbe gleich. Krass, wie ich hier ankomme. Das orangene Team schnappt sich Treffer. Die Flagge ist wieder auf dem Feld. Eine Rückschlag. Die gammeln jetzt wirklich alle hinten rum. Ist ja langweilig. Das will ich nicht machen. Die Flagge der Blue Blades ist zurück. Gammeln die jetzt wirklich hier hinten rum? Oh Mann, einer geht vor, der Rest gammelt hinten. Na, wo ist der andere Rest? Scheint aber auch gut zu treffen. Ich meine, so weit weg und der ist schon gestorben. Die haben es offenbar drauf. Jetzt beschießen die Kollegen mich, schätze ich. Oh Gott, drei, ich gehe hier doch nicht auf drei los. Jetzt gammel ich bei dem Modus irgendwo in der Ecke auch nicht gut. Jetzt haben wir beide eingeworfen. Nein! Nein, kein Plus. Aua! Aber wenn meine Teamkollegen jetzt die ganze Zeit hinten rumgammeln, habe ich ja vorhin ein richtig schwieriges Spiel, aber ich will jetzt nicht mitten rumgammeln, das ist doch langweilig. Noch zwei Minuten. Zwei bleiben hinten und einer geht vor. Aber können Sie sie auch halten? Da ist ein Gegner. Drei hinten. Nö. Oh Mann, ich bin tot. Fast. Ich sehe dich nicht, aber ich treffe dich bestimmt bald. Was? Hallo Leute, da ist jemand fast drin gewesen. Was ist denn hier los? So krass, wie geradlinig die Schneebälle fliegen. Aber mit Ballistik, ja, wäre auch interessant. Gammeln da oben und kriegen das gut hin. Nicht schlecht. Ach, mit dem Werfer. Kann ich auch? Nee. Rauch unterwegs! Ja, Rauch für alle, die Rauch brauchen. Gott, ich brauch Leben. Läuft auf unser Team so ganz gut. Trotzdem, irgendwie ist das nicht so cool. Das ist aber nicht gut. Was ist denn hier kaputt, Leute? Geht er wieder rein? Blueblade erledigt, die Flagge ist frei. Kommt er wieder zurück? Oh, ich spring ja wieder, wollt ihr gar nicht. Das hat sich immer im Schnürsenkel verheddert, die blöde Flagge. Da ist ein Granatenwerfer oben. Aua! Oh. Flagge an die Orange Blizzard. Nee. Was? Sitzen die auf einmal alle? Was? Keiner mehr da hin. Doch, einer oben. Noch 15 Sekunden. Die guten Blue Flug. Blades haben die Flagge der Orange Blizzard. Waren ja nicht gerade noch mehrere stibitzt. Gegner? Scheiße, ist immer ein Problem. Jetzt sterben wir beiden hier hinten. 5 Sekunden. Das tut weh. 60 Lebenspunkte. Die Zeit ist um. Die Orange Blizzards haben Snowball gewonnen. Irgendwie war es eine interessante Schlacht. Ich dachte erst, oh nee, die ganze Zeit rumgammeln, das wird extrem doof, aber irgendwie war es doch irgendwie cool. Irgendwie. Sogar Platz 2. So, ob ich mir jetzt irgendwas drauf einbilden würde, aber Platz 2. So, bitte noch eine Tüte. Boah, schade. Als geht er hier gar nicht.
Kernausrüstung habe ich in der Tüte. Ich habe gar nicht drauf geachtet, wie viele ich hatte. Ich glaube 441 war es, ja. Eine Tüte. Jetzt habe ich schon 3, ne? Wie bei The Grand Larceny. Und das geht ja noch knapp 2 Wochen. Aber beim Diebstahl habe ich mehr gespielt. Stand jetzt, würde ich meinen. Ja, auf jeden Fall. Wieder bleibt das Spiel komplett stehen. Für gute 5 Sekunden. Ist aber zum Glück nur im Hauptmenü so. Trotzdem verstehe ich es nicht. Mal wieder Orange, Frau Frostzeit auf Platz 2. Ungefähr beim Sternchen. Leicht darunter, okay. Sind die Kings jetzt im Gegnerteam? Nee. Oh Gott, im Gegnerteam ist Trinity. Trinity ist das Gegnerteam. Wo ist Lara Croft? Die kennt sich auch mit Schnee aus. Ash ist ja drüben. Die möchte gerne Lara Croft. Aber bisher ist noch keiner rausgegangen. Das ist jetzt die 3. Partie. Ich hoffe, alle guten Dinge sind dran und es bleibt dabei. Ich bin schon ganz gespannt auf diese Partie. Ganze Text hier. Zwei unvergleichliche Teams stehen sich auf den Schneewehen gegenüber. Jede Seite bringt ihre besten Talente ins Spiel. Wir können uns auf ein paar kreative Manöver freuen. Es ist für mich eine große Ehre, hier in der ersten Reihe zu sitzen. Die Spieler werden Mumm und Präzision brauchen, um den Gegner zu besiegen und ihre Flagge zu beschützen. In diesem Turnier kann man sich keinen Fehler erlauben. Dieses Spiel wird legendär. Jetzt gehe ich zum Plus, jetzt gehe ich zum Plus, jetzt gehe ich zum Plus. Oh, Gegner. Immer ein bisschen Schlangenlinien laufen. Haha, damit der Gegner nicht bekommt. Hallo. Kommt einer hinter mir. Das gehört. Schneemann. Oder Weihnachtsmann? Schneemann bitte. Nein, Weihnachtsmann. Mist. Das blaue Team holt sich die Flagge des orangenen Teams. Hallo. Weihnachtsmann zum Stolpern gebracht, auch nicht nett, oder? Ich brauche, glaube ich, Plus. Ja, Sunny wäre gut. Nächste Plus ist da vorne, hier ist Rauch. Hier ist kein Plus. Hallo, ich bin frei vor drin. Schöne Schneeflocken sind das. Schneeflocken halt. Die Blue Blades haben die Flagge der Orange. Wie das jetzt wieder dauert. Blue Blade erledigt. Die Flagge ist frei. Hallo, Ash. Boah, bin ich schlecht. Ja. Trotzdem gewonnen, ich glaube, mit Hilfe des Teamkollegen. Ah, hier fliegen Schneebälle, gleich trifft mich einer. Oh Gott, das ist gefährlich. Hilfe. Ist das hier kein Plus? Bisher mussten wir mehr verteidigen als angreifen. Der Rauch ist ja gar nicht so dicht. Was ist denn das? Ist nicht doch jeder. Kommt hier kein Plus? Immerhin noch direkt getroffen, hat also 40 Lebenspunkte gekostet. 4-3-3. Immer noch. Oder wurde er kurz vorher umgebracht? Naja, jetzt 4. Zählt mit. So, jetzt sind wir hier zu viert. Jetzt mal zu viert vor, bitte. Mindestens zu dritt. Oder 2-2. Okay, jetzt gehe ich nicht links lang. Ich brauche einen Plus. Au. Au! Was? Böse! Egal, geh vor. Plus, 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 plus! Wahahaha! Schon wieder fast alles weg. Die Orange Blizzards, ouch! Die Orange Blizzards, ouch! Oh, gut. OBA, Orange Blizzards, ouch! Geil. Schreit dabei und rum. Aua! Ich rum! Ich gehe jetzt im Plus. Ah, oh, Kacktrick.
Na, hat mich nicht geschützt, der Teamkollege. Schade. 0-0. Scheint eng zu sein. Unsere Flagge war schon öfter auf dem Weg woanders hin. Teamkollege, okay. Oh ne, jetzt bin ich auch runtergefallen. Boah, ich werf zweimal und bin schon tot, obwohl ich eben diesen Boost habe, weil halt mehr Gegner sind. Oh, 3 von uns weg, ich bleib hinten. Fällt ein Takedown, das orangene Team verliert die Flagge. Ah, plus aufgenommen, danach Schaden bekommen, nicht gut. Ach, die ist schon wieder bei uns. Noch 5 Sekunden. Ah, Doofmeier hat sich selbst draufgejagt. Die Zeit ist vorbei, aber das Spiel geht weiter. Sudden Death. Sudden Death, genau. So. Na, ein cooles Wort kann ich nicht sagen. Zwei so coole Wörter. Sudden Death. Boah, der ist gleich umgefallen und gestorben. Noch einer von uns weg. Kacke, was ist denn hier los? Sind hier 5? Teamkollegen müssen nachrutschen. Ich kann jetzt nicht alleine vorgehen. Das ist auf jeden Fall dann ein Freitod. Was ist denn da hinten los? Die sind gerade alle da, hä? Die Gegner. Wobei nur einer tot. Boost aktiviert. Das Spiel hat gerade gehakt. Er trifft aber gut. Bisher ist noch keiner rausgegangen. Dienstage sind offenbar gut zum Schneeballschlachtspielen. Aufgepasst, ab Mitternacht dann schlägt das um. Einmal zu weit weg, das bringt's nicht, dann fliegt er vielleicht noch halb in Deckung. Bin gerade nicht so gut. Oh Mann. Jetzt sucht er sich einen Plus und dann ist er wieder voll da. Gucken, ob hier irgendjemand rausgeht, weil es ihm zu lange dauert. Ich hoffe nicht. Von uns sind 3 weg. Klingt wie ein starker Boost. Das wird nützlich sein. Die Blue Bulls haben die Flagge der Orange Blizzards. Wo kommt der Arschlang? Links offenbar. Was fliegt da gerade? Okay. Sichert die Flagge. Krass, so, Teamkollege da. Die Flagge und einen Spieler. Scheiße, hau ich mich auch mit hin. Geil. Oh Gott. Ja genau, haut euch alle hin. Lasst mich leben. Ach. Lustig. Die Flagge der Orange Blizzard ist in der Blue Blades. Treffer, die Flagge ist wieder auf dem Feld. Gerade noch bekommen. Das war wichtig. Die Flagge war schon auf einem Drittel unterwegs, ne, nicht ganz. Na, fast. In etwa. Ah, ja, fast zu dem Namen. Der Ausruf. Und hinten ist er. Man kann nicht durch den Tannenbaum werfen, oder? Ja, voll fies. Hinten rumgammeln ist aber auch fies, ne? Plus. Da steckt sie in einem Stein, so wie ich vorhin hinter der Tanne. Ich setze auch ein. Die Blue Blades haben die Flagge der Orange Blizzards. Frau Frost sitzt auch ein mit ihrer rauchigen Stimme. Scheiße, das ist nicht euer Ernst jetzt. Fliegt die da runter. Waren wir jetzt zu dritt auf ihn unterwegs und der überlebt so lange, ey. Schlimm.
Das blaue Team holt sich die Flagge des orangenen Teams. Scheiße. Nein, 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 genau, bring sie zurück. Schlimmer Finger. Er hat die Flagge abgegeben, der hat die gar nicht mehr, schaut mal. Fallen gelassen? Oder war ich einfach zu nah dran? Nee, einfach. Blau geht mit der Flagge zu hinten Boden. An die Hose greifen ist nicht, oder? So viel Gepiepe. Schnippern geht ja doch ganz gut auf die Entfernung, weil die Kugel einfach keinen Abfall hat. Ich schon die Kugel. Hinten ist das willkürlich, vorhin war hier ein Plus. Gott, ja. Also da hinten ist es zufallsbasiert, was da kommt. Oder es geht immer im Wechsel, aber vorhin war da ein Plus. Drei von uns nicht da, nur noch zwei, aber warten bis ein paar nachkommen. Alleine vorhin ist Quatsch. Das dauert, bis ich werfen kann. Heieiei. Dafür kann ich schnell fliegen. Na. Der Buck. Noch alle da, ja. Sehr schön. Da guckt bestimmt rechts, oder? Hallöle. Nö. Also bei uns herrscht angriffsmäßig echt Stillstand, nichts los. Kriegen die Flagge nicht mehr. Oh, jetzt zu viert. Die Orange Blizzards haben ganz. Orange Blizzard kommt schon. Die Flagge ist frei. Die Blue Blades räumen auf. Wo ist die Flagge? Sie haben die Flagge der Orange Blizzards. Raus ist aus Schützen. Davor stellen im Zweifelsfall. Nein! Nein, da ist unsere Flagge, oder? Die kommt zu uns. Nein, die Flagge! Eieieiei! Nicht! Kommt schon! Bitte! Das haben nein! Sie nicht kommen sehen. Punkt fürs blaue Team. Aber die waren die ganze Zeit irgendwie besser. Haben sich verdient. Gegen Ende wurde es immer spannend. Auf einmal hatten beide die Flagge. Jetzt sind wir einmal zu viert vor und dann ging's auch. Hätten wir es mal eher so gemacht. Ich hätte gerne eine Tüte, weil tolles Geräusch, aber leider nicht gewonnen. Ah, jetzt geht's gleich wieder los, es hinkt beim Scrollen, oder? Genau, die Sau hat den Begriff Lufthieb geprägt. Weiter bin ich. Ne, bei dem Egal war ich auch noch. Ist mir egal. 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 Sobald sie aus dem Gewehraufsatz abgefeuert wird, kann die Stoßgranate an einer Mauer haften und praktisch zu einer Falle werden. Unabhängig von ihrer Position gibt es eine kurze Verzögerung, damit die chemische Haftung einsetzen kann. Schon wieder. Orange Blizzards. Ich muss einfach wieder lobend erwähnen, bisher ist noch keiner rausgegangen. Ich weiß, wenn einer rausgeht, dann werde ich wieder Gegenteiliges sagen, aber muss doch jetzt mal gut erwähnt werden. Capture the flag. Unsere Snowball-Teams sind nicht zur Erholung im Chalet. Macht es euch bequem, denn das ist der Moment, auf den wir lange gewartet haben. Die Blue Blades haben ein hartes Stück Arbeit vor sich. Absolut. Aber ich schreibe das blaue Team nicht ab. Sie haben die ganze Saison solide gearbeitet. Ich konnte schon losrennen, bevor es losging. Ganz sicher nicht nachlassen. Der erste Spieler wurde kaltgestellt. First Blood. Mama, Monster Kill, Ultra Kill. Falsches Spiel. Jetzt hole ich mir die Flagge, wenn kein Gegner da wäre. Hallo. Das war fies.
Gleich ein Takedown. Das orangene Team verliert die Flagge. Manchmal wünsche ich mir einen Schneestoßwerfer mit LMGE, Feuerreiter und Munition. Das ist Kapazität. Könnte ich auch noch machen, wenn ich noch leben würde. Aufgesammelt. Nein! Kacke. Hätte er es nicht ansagen können, dass der Typ gleich stirbt? Ist da noch wer? Aha. Richtig gehört. Müssen wir nur noch treffen. Er trifft ja noch schlechter als ich. Oh Gott, jetzt wird's eng. Oh Mann, ey. Kein Plus da, schade. Blauer Spieler erledigt. Sichert die Flagge. Da ist ein Plus. Das ist ein Gegner. Ah! Ash. Geil. Holt sich mit weg. Alle da, ja. Hau ich an meinen Teamkollegen weg. So, links ist gerade das Plus da, bei Team Orange. Klingt wie ein starker Boost. Plus weniger. Das wird nützlich sein. Bitte, ich würde gerne überleben. Jetzt wird der weggeschickt, wie Ash vor. Die trifft auch noch. Geht's. Oh. Was für ein Boost. Ist er schon ganz schön weiß. Am Ende überlebt er das hier, das Duell. Nö. Ich bräuchte mal wieder ein Plus, schon lange her. Boost aktiviert. Ah, zwei. Okay, wollte gerade schießen, zum Glück ging es nicht. Oh, nö. Na, immerhin habe ich ihn getroffen. Gleichstand. Noch 2 Minuten zu spielen. Ja, sie klingt irgendwie wie Fei Lau aus in The Division, aber irgendwie auch nicht. Komisch. Vielleicht ist es die gleiche Sprecherin, aber... Bei Fei Lau hat sie halt ihre Stimme so massiv verstellt, dass es halt komisch klang. Also so unfreundlich oder so aggressiv. Na, aggressiv kann man auch nicht sagen. Puh, was fliegt denn hier alles rum? Scheiße! Das Wechseln hat wieder lange gedauert. Das verstehe ich noch nicht. Also beim Sprint, wenn man sprintet, dann wirft man automatisch langsamer, sodass man immer die konstante Feuerrate hat. Eigentlich. Hier ist auch manchmal ein Plus. Und jetzt war gerade wieder der Geschosswerfer-Auffüller. Boah, dass er noch getroffen wurde. Das blaue Team holt sich die Flagge des orangenen Teams. Die Flagge, Treffer. Die Flagge ist wieder auf dem Feld. Ein Rückschlag für die Blue Blades. Cool. Krieg ich das Plus noch? Ich glaube nicht. Ha! Blut erledigt. Die Flagge ist daneben. Frei. Aua, getroffen. Die konnte mich jetzt zweimal bewerfen, die Ash, währenddessen ich lag. Und manchmal kriege ich nicht mal einen Schuss hin, weil das Wechseln so langsam geht. Die Blue Blades haben die Flagge der Orange Blizzard stibitzt. Das tut weh. Blau geht mit der Flagge zu Boden. Hä, wieso ist der jetzt nicht geflogen? Das war direkt neben ihm. Boah, was ist mit ihm kaputt? Der cheatet doch. Schaut mal, der gewinnt das Duell. 15 Sekunden nicht. Countdown. 10 Sekunden. Und einmal treffen, ist sie weg. Ich werde treffen nicht mehr. 5 Sekunden. Scheiße. Jetzt. Jetzt wird's ernst. Die Zeit ist vorbei und dann heißt es eben Sudden Death. Sudden Death. Mann, nein, sie hat nur noch einen gebraucht. Jetzt ist sie weg. Durch den Schneestoßwerfer. Die Flagge der Orange Blizzard ist in den Händen der Blue Eliza. Blauer Spieler erledigt. Sichert die Flagge. So.
Immer noch keiner raus. Ich verstehe aber weiterhin nicht, warum oben Fragezeichen stehen bei den Gegnern. Das ist doch Quatsch. Wird auch schießen, hab auch noch gezögert aus gutem Grund. Na, Kacke. Mann, sind wir doof. Oh, Schützen, Schützen. Krass, hä. Das orangene Team verliert die Flagge und einen Spieler. Boah, die wirft dann schnell. Die Orange Blizzards holen sich die Flagge der Blue Blades. Die Orange der Blues, Treffer. Ist gut. Die Flagge ist wieder auf dem Feld. Eine Rückschlag. Zwei Blaue bringen Orange schon nicht gut. Oh, oh. Toll, das haben wir verloren. Was für eine Klatsche für die Orange Blizzards. Die Blue Blades holen sich den Punktsieg. Und damit ist die Sache entschieden. Ob sich echt sowas wirklich mal anziehen würde? So ein Outfit? Ja, Charaktererkennung ist schwierig bei so wenig Zwischensequenzen, überhaupt im Mehrspielerspiel, aber ich habe den Eindruck, Ash würde den Teufel tun und sich sowas anziehen. Das ist dann auch wieder eine Frage der Immersion. Fräulein Heißsporn und sich so ein Outfit anziehen, wenn ich an Outbreak denke oder an die ganzen Videos um Invitation und so. Keine Chance. Also allein schon beim letzten Invitational, beim letzten Stadionspielen, da gab es ja im Vorfeld wieder so ein schönes Video. Ach, toll. Wo letztendlich Kali oder meinetwegen auch Kerli die Partie mit entschieden hat. Hat aber Verluste in Kauf genommen. Hinter Ash war jemand. Und sie schießt mit ihrem Scharfschützengewehr auf den Gegner, aber halt knapp an Ash vorbei und trifft noch das Ohrläppchen und ja, Ash wird dadurch verwundet und dass Kali da einfach so mögliche Verluste in Kauf nimmt, das Risiko eingeht, das hat Ash überhaupt nicht gefallen und haben sich lieb gehabt. Hoppala. Nix gegen die Brianna, aber Frau Frost. Überhaupt nichts gegen die Brianna. Aber, Frau Frost. Der Typ heißt sogar Hitbox. Das war meine Livestream-Plattform. Gibt's hier noch? Ich glaub nicht. Snowbrawl. In diesem Turnier geht es um Taktik. Man muss schlau sein, man muss schnell sein, man muss stark sein. Und idealerweise zielt man auch gut. Eine Ladung Eis im Auge wäre natürlich unangenehm. Zum Glück tragen beide Teams Schutzbrillen. Die brauchen sie, um ihre Flaggen zu schützen. Hitbox, die hatten, glaube ich, so ein grünes Logo mit so einem grünen Roboter, ne? Oh Gott, so viele Gegner. So wenig Treffer. Kacke. Platsch. Drei Gegner weg, bei uns jetzt zwei. Zwei weg, zwei weg. Boah. Na, komm schon. Eliminierung mit Boost. Das war knapp. Jawohl, der stellt sich davor, der wenig aushalte. Ey! Jawohl. Bisschen Schnee runterkugelt. Die Murmel, der Schneeball. Oh ja, oh ja, 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 ja. Die Orange Blizzards holen sich die Flagge der Blue Blades. Ups. Nein. Unsere Flagge.
dem Gegner stellen wir bei wenig Leben besser. Wenn ich dahin laufe, bin ich ausgeliefert. Welch ein Takedown, das orangene Team. Und vielleicht bekomme ich so einen Gegner noch eingeseift, also einen Treffer. Das wird unserem Team mehr helfen, als da nochmal zur Flagge zu rennen und halt nichts zu machen. Praktisch nichts zu machen. War zwar irgendwie auch Verschwendung, aber hey, solange der Gegner weg ist. Weg ist weg. Mehr weg ist immer gut. Die Blue Blades haben die Flagge der Orange Blizzard stibitzt. Das ist aber jemand weiß. Du Olme. Drei Gegner weg ist aber sehr gut. Haha, hallo Ash. Ah, da waren die beiden Lebenden. Scheiße. Na, 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 na. Nein! Das orangene Team verliert die Flagge und einen Spieler. Renn weg. Nicht schießen. Renn weg. Spielt er hier noch mit den Gegnern rum, im Weihnachtsmann? Oh Mann. Die Flagge ist wieder auf dem Feld. Ein Rückschlag. Ich könnte jetzt Blödmann sagen. Hahaha. Naja, habe auch schon viele blöde Sachen gemacht. Wie vorhin mit 20 Lebenspunkten auf die Flagge rennen, statt jemanden abzuballern. Wir drücken die aber gerade ganz schön. Na, Halbdeckung. Aua! Gleichstand. Noch 2 Minuten zu spielen. Upsa. Auch noch ein Gegner. Immer schön sich durch auf die andere Flagge gucken. Sich die Flagge des blauen Teams. Nein! Scheiße, ich hab gehofft, der kommt hier an, deswegen habe ich hier gewartet. Das sah so vielversprechend aus. Die haben unten gelauert. Einer ist ja runtergerannt. Oh, da oben ist jemand. Fokus auf den, das war doch einer von uns. Wobei, der wird jetzt nicht wieder zurückrennen, oder? Wieder zum Plus? Keine Ahnung. Toll. Toll, beide weg. Nein! Bist du doof? Oh nö, ist Plus. Scheiße. Ach. Keine Ansage, aber es wirkte so komisch beim Umdrehen. Wir drücken wieder ganz schön. Na gut, einer ist weg. Noch 15 Sekunden. Oh, hier sind ja Gegner. 10 Sekunden noch. Die Orange Blizzards haben zugeschlagen. Oh, 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 oh. Das geht nicht gut. Sudden Death. Der Gleichstand geht in die Verlängerung. Noch alle da. Sehr schön. Ich müsste den beiden rüber. Da sind wir zu dritt. Wobei, dann können wir auch besser getroffen werden, wenn wir auf dem Haufen stehen. Die Flagge der Orange Blizzard ist in der Blume. Scheiß, wieder daneben. Was mache ich in letzter Zeit mit dem Schneestoßeimer? Ich, ja. Jetzt guckt er noch am Rauch, ob da jemand steht. Deswegen hat er sich, denke ich, mal umgedreht. Das tut weh. Blau geht mit der Flagge zu Boden. Ich sehe das schon kommen. Wir haben schon so oft die Flagge in der Hand gehabt, sind aber nie wirklich richtig nah an unsere Basis gekommen. Und dann machen die Gegner einen Lauf und kommen damit auch noch durch. Wetten, wetten, wetten. Doppelte Eliminierung. Doppelkill. Megakill. Ultrakill. Monster-Kill. Ja, ich weiß, ich habe zu viel Unreal Tournament gespielt. Hallöde. Oh. Ja. Der Montagne hat doch einen unfairen Vorteil. Er hat sein Schild auf dem Rücken, da wird man ja gar nicht getroffen als Montagne. Scheint viele Gegner hier zu sein, ne?
Hallo. Ash, lass das. Finger weg. Gott, wir treffen null. Geil. Gott. Das ist so gut. Zwei Unfähige gegenüber. Und ich gewinne auch noch, weil ich einen Teamkollegen habe, der besser trifft. Oh Mann, aua, ich war unbeteiligt. Na, auf dem Boden, ab wohin? 5 Meter vor mir. Aber ich soll durch sein nach der Aktion gerade gegen Ash. Ach, ich mag diesen Modus, er macht Spaß. Denkt man gar nicht. Und es ist so ganz anders als das andere Spiel und eigentlich irgendwie Schnullipups, oder? Kurzweilig, macht Spaß, da rennt ja was. Die Bluebells haben die Flagge der Orange Blizzard. Nein. Ich hab gezögert, weil er war... Nein! Nicht so ganz klar unterwegs. Die Flagge der Blizzard ist frei. Was ist denn hier los? So, und zwei vor mir ganz oben im Gegner. Zwei Typen aus dem eigenen Team. Ich würde leben gerade von uns. Die Blue Blades verlieren ihre Flagge an die Orange Blizzard. Was passiert jetzt mit unserer Flagge? Wieso habe ich jetzt noch den Werfer in der Hand gehabt? Ist schon tot? Flagge? Flagge. Typ ist oben. Ja, lass dich treffen. Was ist das denn für ein Spieler? Teebeutel der lieber rum. Oh, wir hatten die Flagge. Scheiße, ich hab's nicht mitbekommen. Das wäre der Flagge. Gott, punkten. Hm, naja. Ganz schön viel Schminke im Gesicht, die Brianna. Wie viele sie von ihren Dumpfbacken-Brüdern wohl eingeseift hat als Kind? Wir haben gewonnen. Tüte. Moment. Kopfhörer. Ah, Mist. Gleich wieder leise machen. Operatoren. Angreif her. No Match. Biografie. Runterscrollen. Damit die chemische Haftung einsetzen kann, bevor der Lufthieb wirklich aktiv ist. Die Rückstoßgranate ist dann bereit und kann explodieren, sobald sich ein Feind in Reichweite befindet. Durch die geheime Zusammensetzung des Klebematerials, auch Schmierer, bleibt die Granate an jeder Oberfläche haften. Diese wuchtigen Lufthiebe sind nicht tödlich, stoßen die Gegner im Explosionsradius jedoch zurück und verwirren sie. Hey, bin bald durch bei Nomad in der Biografie. Gucken, ob ich vor Extraction... Oh, mal Team Blau. Ob ich bis dahin alle durchbekomme, ich denke schon, weil ich weiß nicht, ob ich es direkt spiele. Ich kann mir vorstellen, dass es zeitlich nicht passt, weil ich dann gerade noch bei Twin Mirror hänge, was ich als nächstes vorhabe. Wenn ich das hier sage, ist das vielleicht schon längst rausgekommen als 2023, aber hey. Dann kommt ja die Remastered Collection von Life is Strange und Before the Storm. Ich bin schon ganz gespannt auf diese Partie. Zwei unvergleichliche Teams stehen sich auf den Schneewehen gegenüber. Jede Seite bringt ihre besten Talente ins Spiel. Wir können uns auf ein paar kreative Manöver freuen. Es ist für mich eine große Ehre, hier in der ersten Reihe zu sitzen. Die Spieler werden Mumm und Präzision brauchen, um den Gegner zu besiegen und ihre Flagge zu beschützen. In diesem Turnier kann man sich keinen Fehler erlauben. Dieses Spiel wird legendär. Ich treffe nicht so gut, obwohl ich viele werfe. Scheiße. Vielleicht wird ja Rainbow Six Extraction oder die Remastered Collection von Life is Strange und Before the Storm. Vielleicht werden die ja noch verschoben, eins der beiden Spiele. Ich hab's nicht so mit den... Ich klammer mich nicht so am Release fest. Wenn ich gerade Lust auf ein Spiel habe, wird's gespielt. Voraussetzung, es ist schon draußen und es muss halt in vielerlei Hinsicht passen. Mach ich mir keinen Druck. Oh, ich komme dem Gegner näher. Stimmt, Schnee. Weihnachtsmann ist jetzt bei uns.
krieg ich wieder einen Schuss von hinten angeblich. Boah, schlecht. Ah! Hallo? Ah, Ash! Ich hab Ash getroffen. Noch 5 gegen 5. Mal eine gesamte Folge, ohne dass jemand rausgeht. Das wäre ja phänomenal. Da latscht wer dort vor uns. Ah. Aua. Hallo, hallo. Ich will den, ja genau den treffen, der schon so wenig hatte. Scheiß. Na komm. Jawoll. Zwei Froster. So cool. Kaum hat man wieder Frau Frost nicht schon kommen, diese Froster-Ansagen. Zwei umbringen Froster mal im Auge behalten. Hallo Schatten. Gott! Was hat Gott damit zu tun? Keine Ahnung. Ich hab nichts mit ihm zu tun. Ich glaube auch nicht an ihn. Denke ich. Das war noch der Schatten. Kaum leben und Flagge holen. Naja, mal die probieren. Haben die Flagge der Orange Fürs Flagge holen gibt's keine Punkte. Blauer Spieler erledigt. Sichert die Flagge. Ich hab die Gegner mal kurz gebündelt und gewissermaßen noch abgelenkt. Wobei, wenn ich die bündel, ist ja auch nicht so gut. Na, wer weiß. Hab was gemacht. Ah, scheiße, die punkten jetzt, oder? Der ist schon so weit weg, der Typ, gegen unseren ersten Typen und ja, wird nichts. Scheiße. Mist, kack. Wo rennt der denn jetzt lang? Punkt für oh, die Typ. Orange Blizzards. Los geht's. Was für ein Boost. Mal wieder mit Teamkollegen zusammenlatschen. Wobei, die sind so weit vorne. Hm. Hier sind zwei, dann gehe ich mit. Nur noch einer. Mist, hat mich auch noch erwischt. Hat zwar auch sie was gekostet, aber ich konnte halt diesen Schneestoß nicht wirklich ausnutzen. Gott. Zwei so weiße und keinen getroffen. Das ist schlecht. Richtig schlecht. Nee, bitte hier nicht runter sein. Ich will nicht sterben, die machen das echt gut, habe ich das Gefühl. Wenn die einmal die Flagge haben, jetzt rennen die damit wieder weg. Und das werden sie wieder schaffen. Ja, es sterben zu viele Orangen. Orangen schießen zu viele ab, das wird nichts. Mist. 50 Sekunden, das schaffen wir sehr wahrscheinlich nicht. Nicht. Gott, da könnt ihr ja rein. <lacht> 20 Lebenspunkte sind nicht viel. Ja. Es lohnt sich auf jeden Fall mit dem Schneestoßwerfer auf so einen Gegner zu zielen. Nicht nur, dass man damit noch sicherer stellt, dass der auch wirklich zu Boden geworfen wird. Jetzt geht er noch raus, kurz vor knapp. Na, es zählt nicht. 15 Sekunden. Noch keiner entscheidend rausgegangen heute. Noch 10 Sekunden. Und wenn man ganz gut ist, dann trifft man den Gegner direkt und schmeißt ihn weg und zieht ihm 40 Punkte ab. Die war gerade eben schon auf der 1. Bloß da waren wir noch, Team Orange Blizzards. Ha. Der Rausgeher hat nicht gezählt. Der versaut uns nicht diese bisher lupenreine Folge. Nee. Scrollen dauert so lange. Nomad kam die Idee für den modifizierten Werfer und die Stoßgranaten auf einer ihrer Expeditionen. Den Prototyp für den Ansatz entwarf sie selbst, bis El Maktoub, Nomads Vater und zugleich ein ehemaliger Gouverneur, einige Forscher und Ingenieure seines Landes dazu bewegen konnte, um Klebematerial und
der Stoßtechnologie zu arbeiten. Er fährt ihn an. Ja, Armklebermaterial, fühlt sich gerade komisch an. Da dieses Gerät keine tödliche Wirkung hat, ermöglicht es einen weiteren Anwendungsbereich. Irgendwas mit A. Wieder das gleiche Bildchen im Hintergrund. Das Feuerwerk sieht überall gleich aus. Das ist es, das finale Match, der letzte Kampf. Hier wird sich alles entscheiden. Wenn beide Teams in die Defensive gehen, heißt das Stillstand. Irgendjemand muss den ersten Schritt machen. Es ist schade, dass diese großartige Saison enden muss. Aber ich will unbedingt wissen, wer Snowbrawl gewinnt. Hä? Hey, keiner hier? Was ist denn da los? Ah, hier sind sie alle. Hängen sie mal ab. Doppelschlag und Froster. Froster ist für Frau Froster. So, die Flagge, du Nase. Die Blue Blades verlieren ihre Flagge an die Orange Blue Blades. Oh Gott, was ist denn hier für los? Sturm, Ansturm. Ich treffe wieder nicht gut auf der. Auf nahe. Die Nähe. Nein! Es ist zwar ein Gegner, aber es ist einfach Kacke. Was soll denn das? Punkt fürs orangene Team fürs Erobern der Flagge. Krass! Boah, das kotzt mich jetzt schon wieder an. Ja, wir werden womöglich gewinnen, aber. Es nervt doch einfach. Ich will den anderen Typen anstecken lassen, der am Ende der letzten Partie raus ist. In Deckung geworfen. Bringt mir bloß nicht viel. Nächster Schneestoß und Animation hat gehakt. Blau legt aber gerade richtig los. Die bringen einige von uns um. Boost einsammeln bringt immer 5 Punkte. Flagge zum Beispiel packen bringt nichts. Auch komisch, oder? Am Ende geht es nicht um die Punkte, zumindest nicht mir, aber komisch ist es trotzdem. Ich den oben gesehen, aber wo soll ich da hinschießen? Noch ein blauer geht. Na okay, das wird einseitig. Bisher war es noch recht ausgeglichen, als die zu viert waren, aber jetzt geht es bestimmt den Bach runter. Sieg durch Aufgabe wird das. Ich würde ja auch rausgehen. Boost aufgesammelt. Hi. Orange Blizzards haben zugeschlagen. Na, nur noch einer da von den Gegnern. Das wird ein Durchgang. Mit durch. Keiner mehr da von den Gegnern. Also keiner mehr lebend. Punkt für die Orange Blizzards. Nee, so macht das keinen Spaß. Die Orange Blizzards haben ganz frech die Flagge geklaut. Welch ein Takedown, das Orange. Aber stark, wie lange die beiden das probieren. Ich wäre schon längst raus, weil ich halt schon oft gemerkt habe, wie scheiße das ist, einfach an zwei Leute weniger zu haben. Das orange des blauen Teams. Einer tot, beide tot, dann werde ich jetzt wieder durchlaufen können. Außer der dreht sich schnell um und trifft mich mit einem Schlag. Krass, das orange Team verliert die Flagge und einen Spieler. Gerade frisch gespawnt, der kann mich nicht erwischen. Ich jetzt gerade die Flagge in Gedanken bei mir, aber hatte sie nicht wirklich bei mir? Was war denn da jetzt los? Das muss ich mir im Video nochmal angucken. Bin ich knapp an der vorbei? Gott, was war das denn? Hat keiner gesehen. Die Orange Blizzards holen sich die Flagge der Blue Blades. Hinten scheint jemand zu spawnen.
Aber echt stark, dass die beiden so lange hier mitmachen. Die beiden blauen. Kommt die Flagge mal drüben an? Ah, oh, jetzt rennt er hier mit dem. Ja, so noch 45 Sekunden ist der Quatsch vorbei. Ich will noch einen Werfer, einen Werfer. Ich brauche Punkte. Werfer. Keiner gerade am Leben von denen. 30 Sekunden noch. Ah, das finde ich wirklich bemerkenswert, dass die beiden noch irgendwie Spaß zu scheinen haben. Anscheinend haben sie noch irgendwie Spaß, die beiden Blauen. Das ist stark. Das verdient Respekt. 5 Sekunden noch. Respekt, dass ihr Spaß habt. Ich bin bitte auf Platz 1. Ich habe einmal die Flagge weggetragen, ohne dass ich die Flagge hatte. Ich freue mich schon auf nächstes Jahr. Eigentlich hätte das jetzt die letzte Partie sein können, aber so kann ich das nicht enden lassen. Diese Folge. Machen wir nochmal. Jetzt will ich aber auch eine Tüte haben zum Trost für diesen Kack jetzt am Ende. Mann! Letzte Partie, egal wie sie ausgeht, letzte Partie. Also letzte Runde ist ja bloß eine Runde. Na egal. Da dieses Gerät keine tödliche Wirkung hat, ermöglicht es einen weiteren Anwendungsbereich, ja, sogar außerhalb des Militärs. Allerdings greift alleine Nomad auf diese Lufthiebe zurück, da die Massenherstellung der Granaten zu kostspielig wäre. Ich hätte nicht gedacht, dass ein derart kompakter Werfer Granaten verschießen kann, die so wuchtig sind. Ich würde sie allerdings nicht mit meiner M120KGAM oder meinen Durchbruchgeschossen vergleichen. Beide Geräte dienen unterschiedlichen Zwecken. Spezialeinsatzkraft Eliza Ashcown, auch genannt Fräulein Heißsporn. Osa, komm her. DR Stoner. Beim letzten Mal Schneeballschlacht hatten wir einen Nix Stoner. Einmal im Gegner, einmal im eigenen Team. Allerdings andersherum. Zuerst im eigenen, im Gegnerteam. Ladies and Gentlemen, der lang ersehnte Tag ist da. Hier sind keine Amateure am Werk. Die Vorbereitungen laufen schon die ganze Saison. Das Spielfeld ist bereit und gleich geht's los. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin gespannt, wer sich hier durchsetzt. Bis jetzt spielten die Orange Blizzards und die Blue Blades auf einem Niveau. Doch jetzt wird etwas passieren. Wieso habe ich den nicht? Oh Mann, ich wollte noch einen Werfer haben. Jetzt renn ich weg, das war mir zu viele Rumliegende. Au! Ist einer wirklich hinter uns? Muss sein, oder? Oh, ist komisch. Ist hier ein Plus? Am Ende sterbe ich jetzt? Kein Plus. Ich sterbe hier. Ich hab ja noch gar nicht. Krass. Hey. War das ein Teamkollege? Ich treu der Sache manchmal nicht. Der dachte wohl, er könnte denken, aber falsch gedacht. Was? Oh. 20 Lebenspunkte? Nee, hol ich mir die Flagge nicht. Mach du das. Das blaue Team holt sich die Flagge des orangenen Teams. Blue Blade erledigt, die Flagge ist frei. Ich hol die Flagge nicht mit 20 Lebenspunkten. Wie die alle spawnen und gleich nach vorne rennen. Na, jetzt geht einer von uns, was ist das denn? Die Blue Blades haben die Flagge der Orange Blizzards stibitzt. Mann, kotzt mich an. Ich gehe da hin, wo man nicht so gut treffen kann. Nein! Oh, hat der einen mehr? Oder können? Oh ne, jetzt muss ich auch noch abfangen. Macht ihr das mal, ich gehe mal nach Hause. Abliefern, abliefern! Los Leute, das packen wir! 1-0!
fürs blaue Team. Krass, ich mit meinen 20 Punkten da hinten vorhin mal zwischendurch und dann haben wir es noch gepackt. Das ist geil. Solche Geschichten schreibt Snowbrawl. Rainbow Six Siege, Ubisoft. Das war ja eiskalt. Ich glaube, wenn wir noch zu dritt sein sollten, bleibe ich auch noch drin. Aber bei zwei sage ich nö, glaube ich, eventuell, vielleicht. Das soll ja die letzte Runde werden. Na, ich... Scheiße. Guck mal. Noch nichts ist entschieden. Allen voran nicht entschieden. Dreierfroster. Dreierfroster? Boah, geil. Vier, fünf Gegner, nicht gut. Ich warte hier mal, weil die Jan gerade losrennen. Dann sehen sie mich, wie ich da rumrenne. Hier kommt keiner. Doch, scheiße. Hat die Hoffnung, die rennen alle vorbei und ich komme wieder vorbei. Falsch gedacht. Wie lange es wieder dauert, bis ich den... bis ich auf den Schneeball wechsle, ist doch doof. Ich brauche das Plus. Noch zwei Minuten und die Blue Blades liegen vorne. Das war das Krasseste, was ich je gesehen habe. Was? Nein. Hallo Plus. Nein! Oh. Ein Treffer, ich wollte hin und dann kommen gleich zwei weitere. Da unten steht noch jemand, ich sehe den auch, keine Sorge. Ah. Die Orange Blizzards haben ganz frech die Flagge geklaut. Scheiße, er ist schon da unten. Wir sind so weit weg, der erste von uns ist so weit weg, das wird nichts mehr. Stirb, Kartoffel. Aua, das war doch ein Teamkollege jetzt, oder? Das muss doch ein Teamkollege gewesen sein. Einer rennt an mir vorbei, links. Hat mich nicht gesehen. Aua, er hat mich gesehen. Hat mich direkt getroffen mit dem Schneestoßwerfer und kann noch zwei Kugeln hinterher setzen. Das Orange, das tut weh. Blau geht mit der Flagge zu Boden. Und Orange hat auch unsere Flagge, oder wie? Die Orange Blizzards haben zugeschlagen. Treffer. Direkt geworfen. Die Flagge ist wieder auf dem Feld. Ein Rückschlag für die Orange Blizzards. Oh, 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 oh. Nein. Ubisoft, wisst ihr, dass ihr doof seid, dass ihr keinen nachschickt bei uns? Überhaupt niemanden nachschickt, das ist so doof. Ein Takedown. Das orangene Team verliert die Flagge. Welches Sudden Death Zeit. Ja, wieder da im Baum rumzappelt. Dann setzt die Flagge und drei Orangen haben umgebracht. Scheiße. Das packen die jetzt, oder? Das packen die jetzt. Jetzt wird's ernst. Die Zeit ist vorbei und dann heißt es eben Sudden Death. Nein! Zu lange gewartet. Hallo Flagge. Okay, erstmal sammeln. Zwei Gegner fehlen, dann sollten wir eigentlich nach vorne. Boah, die drücken gerade ganz schön, die Gegner. Finde ich jetzt weniger cool. Boah, trifft er auch noch. Komm schon, triff nicht, triff nicht. Klingt wie ein starker Boost. Das wird nützlich sein. Scheiße. Da kam noch ein anderer an. Von vorne aus der Basis, aus der Richtung. Zweimal den Gegner verwirrt, schön. Kackdreck. Guck mal, ich hab einen Boost. Scheiße, scheiße, scheiße. Die Orange Aber toll, dass die restlichen Teammitglieder hier noch mitziehen. Geklaut. Nein. Nein, 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 komm, komm, nein. Ich wollte nicht noch mehr Schlangenlinien rennen, weil bin ich ja langsamer, komme ich später an. Scheiße. Was? Oh, die ist da. Sehr schön. Boah. Oh nein!
Oh nein! Das kommt von der Spielerei. Aber Hauptsache, er hat den Schneestoßwerfer nicht bekommen. Das Geschoss dafür. Die Orange Blizzards holen sich die Flagge der Blue Blades. Ich sehe die Flagge nicht. Er läuft ja noch rum. Treffer. Er flog. Die Flagge ist wieder auf dem Feld. Ein Rückschlag für die Orange Blizzards. Oje, oje, oje. Leider sind noch 5 Gegner da. Kann bitte einer von denen rausgehen? Das wäre so fair. Die sind gerade zu 5. Ich habe das Gefühl, die kommen gleich hier massiv an. Deswegen bleibe ich gerade hier. Da kommt welcher aus doch. Ja, jetzt sind 2 weg. Jetzt gehe ich nicht vor. Aber doch. Jetzt kommt wer an. Jetzt kommt wer an. Takedown, das orangene Team. Die Brenna. Die Flagge. Naja, Weihnachtsmann. Ist bei uns im Team. Ich geh mal Flagge holen. Ah. Ich hoffe, der geht weiter weg. Oh, zugleich jetzt mal wirklich. Das habe ich ja schon mehrmals gedacht, aber war nicht der Fall. Das war jetzt wirklich mal zugleich. Das passt in dem Modus recht selten. Habe ich zumindest so mitbekommen. Ich finde es stark, wie wir gerade durchhalten. Eigenlob so, ne? Aber ich finde es bemerkenswert. So wie die das vorhin auch gut gemacht haben. Die Unterzähligen. Bitte. Ich will nur punkten, ich will nur punkten. Na, jetzt geht's los mit Flugeinlagen. Hallo. Die Orange Blizzards haben ganz frech die Flagge. Ganz alleine wird sehr schwierig. Ich bräuchte mindestens einen, der mich irgendwie abdeckt und mit Granaten schützt. Wo? Oh. Die gehen mit der Flagge unter. Okay. Na, wo fliegt der Entdeckung? Was für ein... Sag jetzt nicht blöd, Mann. Blöder Arsch. Getroffen? Okay, ich hab einfach mal geworfen. Ah, ich flieg mit. Die Flagge der Blast. Das orangene Team verliert die Flagge und einen Spieler. 2 Gegner weg, einer von uns. Ich gehe auf jeden Fall unten lang, wo ich vielleicht in Deckung bin. Die meisten gehen oben lang, habe ich das Gefühl. Mach ich ja auch gerne. Okay. Ah, ich wollte jetzt sagen, komm, wir wollen die Flagge, dann können sie die nicht abliefern, aber ja, wird nichts draus, schätze ich. Unsere Flagge ist noch bei uns, bitte. Ja. Sehr schön. Die Flagge der Orange Blizzards ist in den Händen der Blue Blades. Komm. Die Blue Blades verlieren die Flagge. Ist irgendwo ein Sunny? Hallo. Als ein Takedown, das orangene Team verliert die Flagge. Man kann aber ganz schön weit weg von der Flagge stehen und trotzdem diese einsacken. Weil ich war jetzt noch ganz schön weit weg. Die Orange Blizzards haben zugeschlagen. Mann, was machen diese Orangen denn? Die wollen das entscheiden, aber nö. Ich habe einen Teamkollegen umgehauen. Ich scheiß Nase, ich aber auch. Ah, ich glaube, ich habe nur meinen Teamkollegen umgehauen. Scheiße. Das Ergebnis steht fest. Die Orange Blizzards siegen. Ich hätte gerne noch mehr gesehen. Finde ich aber gut, dass man Teamkollegen umhauen kann. Da muss man einfach bedachter spielen. Und das bringt ja auch nochmal ein taktisches Element rein, was man einfach als Mitspieler im eigenen Team beachten sollte. Oh Mann. Aber es hat Spaß gemacht. Das bleibt. Und die nächste Snowbrow-Folge folgt bestimmt bald. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.